Servus zusammen, wir sind hier am Stand von Hera Arms auf der IWA 2023 und wir haben hier den neuen Repetierer von Hera, denn der hat was Besonderes. Ihr sucht ein schickes Messer? Dann seid ihr beim heutigen Sponsor des Videos genau richtig. Knife Addict, der Online-Shop für Messerverrückte. Zu einem der großen etablierten AR-15-Hersteller in Deutschland gehört ganz klar die Firma Hera Arms aus Bayern, aus Franken. Die sind vor allem halt für ihre eher fancy ausschauenden AR-15-Systeme bekannt, die festen Standplatz in Film und Fernsehen haben. Also man sieht immer wieder in Filmen CQR, CQC-Systeme und ja, die haben jetzt eben auch Repetierer auf den Markt gebracht, schon seit ein paar Jahren und haben jetzt hier in der Zusammenarbeit mit Föhre ein neues System auf den Markt gebracht, die H6 oder H6. Das ganze System ist ein Repetiersystem mit einem Föhre-System hinten. Also wir haben die Mechanik, das System, die Hülse aus dem Hause Föhre. Alles andere wird von Hera gefertigt. Wir haben Hera-Läufe, das sind dieselben Läufe wie in der AR-15. Nur in der Endfertigung werden sie wegen der Art der Verbindung mit der Hülse außen etwas anders behandelt und haben logischerweise keine Gasbohrung, weil es ein Repetiergewehr ist. Ansonsten haben wir hier einen 18 Zoll 223 Remington-Lauf und wenn sich die Leute fragen, ja, schaut ein bisschen komisch aus, ja, es hat einen Klappschaft eben hier mit integriert. Die große Besonderheit ist hier die Kompatibilität zum AR-15-System. Also wir haben hier einen AR-15-Handschutz, das ist die neueste Generation von den Hera-Handschützen, die schön schlank gehalten sind, ein bisschen vom Design ein bisschen anders gehalten sind, dass sie auch ein bisschen auffälliger sind und sie haben Stahlbuchsen eingesetzt für die QT-Tragerieben-Ösen. Die große Besonderheit ist aber eben die Verwendung von AR-15-Magazinen, also dem ganz normalen Standard-Magazin und damit man im Liegenanschlag oder im Sitzenanschlag kein Problem mit der Waffe bekommt, sind die seitlich angebracht. Kennt man so von Maschinengewehren wie zum Beispiel ein Fallschirmjägergewehr oder halt zum Beispiel auch von der Stand-Maschinenpistole. Bei Repetierern ist es eher selten. Sorgt dafür, dass wir alle Arten von AR-15-Magazine verwenden können, haben viele Leute eh zu Hause, also man muss sich hier keine neuen Magazine zulegen. Das ganze System ist so gebaut, dass ich als Rechtshänder das ganz normal eben greifen kann, rausnehmen und wieder zurücksetzen. Der Magazinschacht ist so gefertigt, dass ich natürlich auch 30 Schuss Magazine oder 50 Schuss Trommeln, 100 Schuss Trommeln einsetzen könnte, wenn ich das darf. Ist natürlich eine Frage, habe ich Altbestand oder habe ich eine Genehmigung, solche Magazine zu besitzen oder zu nutzen. Das System, was einem als erstes auffällt, wenn man es in die Hand nimmt, ist extrem leicht. Wir haben hier ungefähr 2,5 Kilo. Das ist wirklich eine Hausnummer. Extrem interessant ist es, dass es sich ein bisschen anfühlt wie ein Kleinkalibersystem, weil es wirklich unheimlich schlank und stromlinienförmig ist. Also wir haben hier wirklich nichts, was raussteht. Das macht ja auch den Transport zum Beispiel im Rucksack sehr angenehm, wenn ich das zusammengeklappt in einen etwas größeren Rucksack reinbekomme. Ich habe eigentlich so nichts, wo ich dran hängen bleiben kann, wenn ich es aus dem Rucksack wieder rausholen möchte. Interessant ist auch, dass jetzt schon demnächst eine 300 Blackout-Variante angedacht ist, die ungefähr 12 Zoll Lauflänge haben wird. Also ein Stück kürzer ist, die ist dann auch so groß, dass ich zusammengeklappt in die normalen Rucksäcke reinbekomme. Ist jetzt gerade so eine Sache, wenn ich sage, ich bin auf Raubwildjagd oder ich möchte einfach nur slick zum Schießstand kommen, bekomme ich ja das 300 Blackout-System sehr slick in meinen Rucksack, ohne dass ich eine große Waffentasche oder einen Koffer mit mir herumtragen muss. Wir haben hier für ein Föhre-System typisch die Sicherung im Trigger Guard verbaut, also die sperrt ähnlich wie wir es vom M1 Garand oder von der M14 kennen, eben den Abzug, dadurch, dass er eben auch den Abzug nach vorne blockiert. Also wenn ich hier reinfasse, habe ich auch gleich den Bügel drin, merke auch taktil, dass mein Abzug gesichert ist und muss das erst nach vorne wegstupsen, um an den Abzug zu bekommen. Vom Repetierverhalten ist es auch für Föhre relativ typisch, also für Föhre-Systeme relativ typisch, dass er quasi nicht haken kann. Eine Besonderheit auch hier für Repetiersysteme ist, dass das AR-15-Magazin, wenn es leer ist, den Verschluss blockiert, ähnlich wie ein Bolt-Hold-Open bei der AR-15. Erst wenn ich das Magazin herausnehme oder ein volles Magazin nachsetze, geht der Verschluss hier zu. Wie man auch schon gesehen hat, der Verschluss läuft sehr glatt, also der fällt von alleine schon ins Schloss rein und ja, ist eine sehr slicke, etwas extravagante, aber absolut stimmige Lösung. Zusätzlich zu der Kleinsicherung hier unten, wo auch schon manche Leute gesagt haben, ja, ich muss ja mehr oder weniger einen Abzug reinfassen, um die Waffe zu entsichern, habe ich hier oben noch die Schlagbolzensicherung, die ich hier herunterklappen kann, wenn die Waffe eben gespannt ist.
Es werden einige Leute sagen, ja, das ist recht laut. Muss man aber ganz ehrlich sagen, ja, wenn es mir um die Lautstärke geht, lasse ich das entsichert und tue den Abzug hier nur sperren. Bei denen kriege ich geräuschlos eben umgeklappt. Ist gerade für die Jagd eine sehr praktische Geschichte. Natürlich gibt es das, wie für Hera üblich, auch in anderen Farben. Wir haben ja auch OD Green oder FDI. Und Hera hat nicht nur das als Neuheit dabei. Wir schauen uns jetzt gleich noch zwei andere Neuheiten mit an. Keine wirklich große Neuheit, aber ein Messe-Sondermodell ist diese Variante eben von dem bekannten Hera-Repetiersystem. Ich will es trotzdem kurz zeigen, aus dem einfachen Grund, weil ich es unheimlich sexy finde. Wir haben eben hier in der Sonderversion die Farbe Dark Brown, was ich unheimlich hübsch finde. Und wir haben hier einen neuen Handschutz mit verbaut, der einmal eine Ultra-Leichtbauweise hat. Also wirklich, der hat Aussparungen, die gigantisch groß sind. Er fühlt sich trotzdem unheimlich wertig und stabil an. Und was mir ebenfalls sehr gut gefällt, ist, wir haben hier direkt eine Arca-Rail unten ins Gehäuse eingefräst. Also Kameraadapter, man sieht es hier schön mit dem Vortex-Tripod, ist direkt an den Handschutz anschließbar, ohne dass ich eine Picatinny-Schiene oder irgendetwas Ähnliches dazwischen klemmen muss oder ein Hocksattel bräuchte. Auch eine Erwähnung wert ist hier das neue Stride Eagle 3-18 von Vortex. Vortex ist hier Mitaussteller am Stand, also das ist zwar der Hera-Stand, aber Föhre und Vortex sind hier am Stand mitvertreten. Das 3-18 von Vortex, das Strike Eagle, ist ein relativ neues Glas, das sich gerade in dem Bereich AR-15 Halbautomaten, Jagd orientiert, wo man sagt, man braucht nicht den riesen 50 oder 56 mm Objektivdurchmesser. Es hat eben nur 44 mm Objektivdurchmesser und macht gerade einen schlanken Footprint auf Halbautomaten oder auch auf schlanken Jagd-Setups, wo man eh sagt, man benutzt die meiste Zeit ein Wärmebildgerät davor oder nachsichtig. 3-18 ist auch für jagdliche Situationen ziemlich optimal, weil 3 ist noch nicht so groß, dass man da im Ansatz große Probleme bekommt mit dem Herauszoomen. 18 ist jetzt noch nicht gigantisch groß. Und eine weitere Besonderheit im Bereich der Optiken unter 1000 Euro ist, dass wir hier einen 34 mm Mittelrohrdurchmesser haben. Die letzte Neuheit, die ich hier noch am Stand von Hera Arms zeigen möchte, ist die neue Linkmündungsbremse. Die ist auch direkt im Hause Hera gefertigt und richtet sich ganz klar an die SL7 bzw. Dual 762, Dual 556 Freunde, die Mündungsbremsen suchen, wo man die Schalldämpfer von Aso Ultra draufschrauben kann. Beziehungsweise jetzt auch neuerdings seit letztem Jahr die Schalldämpfer von Rodale. Wir haben eben hier eine Borlock-Schnittstelle, wie eben von Aso Ultra und Rodale verwendet. Wir haben hier den Zahnkranz, wir haben hier das Gewinde außen angebracht und jetzt gibt es hier auch von Hera Arms Mündungsbremsen dafür. Das ganze System hier nennt sich Link, also Hera Link, und gibt es in zwei Designs. Einmal in dieser Einkammerbremse, so wie man es zum Beispiel von der MK12 gibt, aber also vom Design ist das Ganze ein bisschen an die MK12 angelehnt. Ist eine zweiteilige Bremse, also man tut diesen Zahnkranz mit Gewinde auf die Waffe aufschrauben und schraubt dann von vorne die eigentliche Bremse in diesen Kranz ein, der wiederum mit drei Gewindestiften von den Seiten her fixiert wird. Wir haben hier noch ein zweites Design für die Mündungsbremse, eine sogenannte Lochbremse, die die ausströmenden Gase optimal im Schalldämpfer verteilt, sodass wir eine gleichzeitige Abnutzung, aber auch eine gleichzeitige Benutzung des Schalldämpfers haben. Also die Dämpfleistung des Schalldämpfers wird hier sozusagen optimiert. Der Unique Selling Point der Hera Linkbremsen ist aber ein großer Faktor. Die Bremsen kosten 99 Euro, also sind mit dem Preisspektrum von unter 100 Euro die momentan günstigsten Borlock-Bremsen auf dem Markt. So, das war es jetzt hier am Stand von Hera Arms auf der IBA 2023 und wir sehen uns wieder hier bei Kumatec Tickle am nächsten Stand. Bis dann!